Jahren ist ein gewaltiger Asteroid auf die Erde gestürzt und hat ihre Achse in einem Winkel von genau 23,5 Grad zur Sonne gebracht. Dieser kosmische Zwischenfall bewirkte Wunder, denn ohne diesen entscheidenden Schubs wäre alles ganz anders gekommen. Er schuf die Jahreszeiten, die Spannweite unseres Klimas von warm bis kalt und Landschaften von spektakulärer Schönheit. Was meinst du damit? Sie hat so eine Art
Parasiten. Para? Was? Parasiten. Parasiten. Bist du taub? Was sind das für Parasiten? Und woher hat sie die? Ich denke, es sind diese, wie nennen sie sich noch gleich? Menschen. Ja, genau, Menschen hat sie. Das hat sie schon alle erzählt. Sie war da früher immer so stolz darauf, dass sie Menschen hat und wir nicht. Früher ging es ihr auch noch gut mit diesen Parasiten-Menschen. Aber seit diese merkwürdigen kleinen Wesen angefangen haben, unserer Freundin immer mehr abzuverlangen und einen fürchterlichen Dreck machen, wird es ihr wohl zu viel. Ja, die schießen mittlerweile auch schon so komische Dinge zu mir rauf, machen Fotos, fliegen an einer Ramier vorbei und verschwinden dann wieder. Bei mir waren die auch schon, haben mir aber nichts dabei gedacht. Ist das eigentlich ansteckend? Wohl eher nicht. Diese Menschen brauchen Sauerstoff zum Atmen. Kann ich nicht mit ihnen. Wir müssen ihr helfen, so geht es nicht weiter. Da kann uns nur der galaktische Rat helfen. Und wer ist das letzte Mal vor? Lass mich kurz nachdenken vor. Vor 2,3 Millionen Jahren zusammengetreten. Was gab es damals für einen Anlass? Darüber spreche ich nicht so gerne. Warum? Du konntest doch nichts dafür. Damals sind meine Parasiten ausgestorben. Na und? Deswegen hat sich der Rat getroffen? Wäre im Moment doch ganz hilfreich, wenn diese Menschen aussterben würden, oder? Was? Warum guckt ihr denn alle so komisch? Ist doch so. Unserer Freundin der Erde geht es richtig schlecht. Und zwar wegen diesen Menschen. Da ist es doch nur naheliegend, dass man so etwas denkt, oder? Ja, du hast da recht. Bei Mars waren es ja auch nur einige tausend winzige Parasiten. Er hatte gehofft, sie würden sich weiterentwickeln. Doch aus irgendeinem Grund ging das schief. Der Galaktische Rat hat damals nur nochmal auf die hohe Bedeutung des Lebens hingewiesen. Mehr war da nicht. Die Erde hat weit mehr als 6 Milliarden Menschen. Und es werden immer mehr. Im Erdenjahr der Menschen 2050 sollen es schon 9 Milliarden sein. Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Wir müssen den Galaktischen Rat zusammenrufen. Knapp 26 Grad draußen. Ja, trotzdem, ich gewöhne mich nie an diese Hitze. Weißt du noch, im Juli, da waren es über 50 Grad. Und dagegen ist dies doch richtig angenehm. Erinnere du mich bloß nicht daran. Mama, Papa, habt ihr das im Fernsehen gesehen? Unsere Erde ist krank. Sie stirbt vielleicht. Wir müssen ihr helfen. Jetzt sofort. Ach Kind, das ist doch nur der Klimawandel. Das betrifft uns nicht. Zumindest
Na und, da kann man vielleicht auch mal hinfahren, ohne sich den Hintern abzufehlen. Ist doch gut. Und überhaupt, mein Kind, stell nicht so viele Fragen. Dafür bist du noch viel zu klein. Das hat noch Zeit. Thank you.
Problem ist offensichtlich. Es wären zu viele. Ich dachte, sie würden dir gut tun, dir Spaß bereiten, dich zu etwas Besonderem machen. Aber dass es solche Ausmaße annimmt, habe ich nicht gewollt. Menschen, was ist mit der Erde? Sie ist krank. Sieh doch hin. Ich weiß, aber die Menschen müssen es selbst merken und etwas tun. Das tun sie aber nicht. Sie reden und reden, aber... Ich will die Menschen aber nicht verlieren, auch wenn sie mir nicht gut tun. Das wird schon wieder. Es bleibt nur ein Versuch. Was meinst du? Ich könnte die Kinder der Menschen bitten zu helfen. Sie sind noch rein und frei von allem Schlechten. Sie haben keine Macht. Die Erwachsenen hören nicht auf sie. Wir müssen es versuchen. Ich werde die Kinder zu mir holen. Jetzt sofort. Hört damit auf, sie auszubeuten. Fangt an, umzudenken und fangt an, mit der Natur zu leben und nicht gegen sie. Ihr Kinder müsst es für eure Zukunft und für eure Erde tun. Aber hier, es sind doch nur Kinder. Nur Kinder. Wir sind dazu 1, 2, 3, zu dritt, auf der Erde Milliarden Menschen. Ich weiß, aber ihr drei seid stellvertretend für alle Kinder der Erde hier. Alles, was ich euch sagte, werden alle Kinder hören. In ihren Herzen und in ihren Träumen. Aber wir Kinder allein können es doch nicht schaffen. Du musst uns helfen. Die ganzen Kriege auf der Welt müssen erstmal aufhören. Thank you.
glaubt, sie werden euch helfen, die Erde zu retten. Was willst du hier? Du willst doch sicher nicht helfen, Gutes zu tun. Du verkennst mich, Gaia-Mutter Natur. Ohne die Erde mit ihren schwachen und leicht zu verführenden Menschen wäre ich arbeitslos. Nun gut, wir können jede Hilfe gebrauchen, aber keine krummen Sachen, verstanden? Er war es doch, der die Menschen verdorben hat. Wie können wir ihn damit helfen lassen? Also, wir vier Elemente, Wasser, Erde, Luft und Feuer sind dagegen. Der Teufel ist schuld. Nein, schuld sind die Menschen selbst. Wir Wesen aus unserer Tannen höchstens ein paar Tipps gegeben. Wir müssen ja nicht gleich alles überrichten in diese Menschen. Die sind absolut ohne unser Zutun zurechtgekommen. Wir ziehen uns zur Beratung zurück. Die Sache duldet keinen Aufschub.
Thank you.
auf Celsius, der mag sein Heim uns einfach nicht. Sie wollen uns nicht zuhören, weil wir noch Kinder sind. Und Sie denken, wir haben keine Ahnung? Wir müssen etwas Größeres tun. Wir müssen es schaffen, dass Sie uns zuhören. Aber wie wollen wir drei das anstellen? Wir müssen es schaffen, dass alle Kinder aufhören, Kind zu sein. Wir streiten! Wir machen nichts mehr, was Kinder tun. Wir spielen nicht mehr. Kein Lachen. Kein Lied und Brat und Netzer. Und keine gute Nachtgeschichte mehr. Was? Auch keine gute Nachtgeschichte? Aber wie sollen wir das denn allen Kindern sagen? Ich weiß, wir rufen den Sandmann. Oh, den Sandmann, die Schlafmütze. Ja, den Sandmann. Er besucht jede Nacht jedes Kind auf der ganzen Welt. Er kann unsere Botschaft in ihre Träume schicken. Das klappt bestimmt. Hallo Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Hallo lieber Sandmann, woher weißt du? Ich habe euch belauscht. Gaia, die Mutter Natur, sagte mir, dass ihr vielleicht Hilfe brauchen könntet. Hast du von unserem Plan gehört? Ja, und ich finde ihn prima. Die Erwachsenen werden Augen machen, wenn ihr plötzlich nicht mehr Kind sein wollt. Denn für sie ist das Lachen und Spielen mindestens genauso wichtig wie für euch. Wann kann's losgehen? Noch heute Nacht werde ich allen Kindern dieser Welt von eurem Plan berichten. Thank you.
Meine Freunde, die Kinder der Erde haben einen Plan. Der Plan ist gut. Ich soll alle Kinder der Welt informieren. Sie wollen aufhören, Kind zu sein. Sie wollen streiken. Wir werden dir helfen, Sandmann. Du schaffst es doch nie alleine. Ich kann auch helfen. Als Zahnfee habe ich eine lange Liste von Kindern zu besuchen. Ich lege ihnen ihre Botschaft unter ihr Kopfkissen, wenn ich ihre Milchzähne einsammle. Das reicht nicht. Das ist zu schwach. Denk an die Erwachsenen, die keine Kinder haben oder mögen. Denen ist es doch egal, ob Kinder lachen oder spielen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde. Aber der Teufel hat recht. Da muss noch mehr passieren, damit die erwachsenen Menschen den Kindern zuhören. Dann werden wir alle unsere Kräfte einsetzen, um den Menschen zu zeigen, dass es Zeit ist. Wenn ich erst fort bin, kann mich niemand zurückholen. Aber Gaia, nein, du kannst doch nicht gehen. Das wäre das Ende für die Erde. Ich gehe nur kurz. Ich komme zurück, wenn die Menschen ihr Ziel erreicht haben. Bitte, überleg es dir nochmal. Die Welt ist ein trauriger Ort ohne dich.
komme gleich nach, um dir dann eine gute Nachtgeschichte vorzulesen. Das brauchst du nicht tun. Ab heute verzichte auf die gute Nachtgeschichte. Was? Keine gute Nachtgeschichte? Was ist denn mit dir los? Ab heute nicht mehr. Ab heute bin ich kein Kind mehr. Was soll das heißen? Du bist kein Kind mehr? Wie ich es gesagt habe, lass euch nur überraschen. Ab heute werden zu manches merkwürdig vorkommen. Gute Nacht! Und hier, brandaktuelle Nachrichten. Überall auf der Welt wird von merkwürdigen Geschehnissen berichtet. Kinder haben offensichtlich das Spielen, Lachen und Toben eingestellt. Wie aus gut unterrichteten Kreisen bekannt wurde, soll es sich dabei nicht um eine Infektionskrankheit handeln. Vor dem Bundestag demonstrierten aufgebrachte und besorgte Eltern. Die Politik möchte die Situation zunächst noch einige Tage beobachten. Auch die Naturereignisse der letzten Tage geben den Wissenschaftlern immer mehr Rätsel auf. Es scheint so zu sein, als wenn sich die Natur zurückzieht. Überall verdorren die Wälder und Seen und Flüsse trocknen aus. Das Umweltministerium bittet die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und nicht im Freien zu rauchen, wegen der erhöhten Brandgefahr. Eine verrückte Welt ist das. Was Neues? Denken Sie an Ihren Termin. Was für einen Termin? Den Termin mit mir vergisst man nicht. Wer? Was zum Teufel sind Sie? Exakt, genau der. Krause, Schulz, bleiben Sie hier! Keine Panik, mein Lieber. Noch, es ist nicht an der Zeit, dich zu holen. Ich wollte nur mal mit dir reden, so von Mensch zu Teufel. Aber warum? Ausgerechnet mit mir! Versteh mich nicht falsch. Du hast die Menschen ausgebeutet, ihre Umwelt vergiftet und dich daran bereichert. Soweit war das in meinem Sinne. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber nun fang du deinesgleichen an, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen, die Erde zu zerstören. Das ist nicht böse. Das ist dumm. Aber ich konnte nicht anders. In meinem Beruf geht es um Profit. Und Geld und Macht, da denkt man nicht so viel über die Umwelt nach. Dein Macht und dein Profit, die dann beide nicht erlauben, die Erde zerstört, dann bleibt nichts und niemand mehr übrig. Deshalb bin ich hier, um dich daran zu erinnern. Hier bist du. Ich habe mich schon gefragt, wo du dich wieder herumtreibst. Was hast du dem Mann getan? Nichts. Ich wollte nur mit ihm reden. Hör mir zu. Ihr müsst etwas ändern, sonst ist es zu spät. Du warst doch als Kind ein Mensch mit Fantasie und Träumen. Was hat dich so hart gemacht? Ich weiß es nicht. Ich wollte nie erwachsen sein. Immer mich zu Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart. Yeah.
und ich bin alt. Aber was kann das schon
Sternke vermisst. Danke, Engel. Es sieht so aus, als wenn wir es geschafft haben. Die Erwachsenen scheinen endlich zu verstehen. Kaum zu glauben, aber die Kinder haben sich selbst übertroffen. Nicht mehr zu lachen und zu spielen. Eine tolle Idee. Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten. Es wäre Weihnachten ohne ein Kinderlachen. Ho, ho, ho. Es wäre ein trauriges Fest geworden. Weihnachten ohne Kinderlachen. Das wäre für die Eltern eine Katastrophe. Du hast ja damals alles doch geschafft. Hätte ich ja nie gedacht. Der Sandmann und ich. Ich habe ihm schließlich dabei geholfen. Ich denke, wir haben alle gute Arbeit geleistet. Wir müssen uns auch bei Harry Potter und Pippi Langstrumpf bedanken. Freut euch nicht zu früh. Noch ist nichts passiert. Die Erwachsenen müssen jetzt auch handeln. Sie müssen umsetzen, nicht nur reden. Nun gut, meine Freunde. Kehrt zurück in eure Welten. Wir wollen sehen, was die Menschen nun tun. Vom Treffen der Staats- und Regierungschefs dieser Welt gibt es sensationelle Neuigkeiten. Aufgrund der dramatischen und wundersamen Naturereignisse der letzten Wochen und nicht zuletzt auf Druck der Kinder, die das Lachen eingestellt hatten, haben sich in der vergangenen Nacht die wichtigsten Männer und Frauen dieser Erde in Berlin getroffen, um eine Lösung für die vorliegenden Probleme zu finden. Wie jetzt bekannt wurde, werden ab sofort weltweit drastische Maßnahmen ergriffen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. So werden ab heute nur noch Fahrzeuge mit Elektroantrieb zugelassen und jede Form der Energiegewinnung, die CO2 ausstößt, ist ab sofort verboten. Und in allen Parlamenten dieser Welt werden ab heute Kinder an den Entscheidungen beteiligt. Mit dieser sensationellen Neuigkeit verabschiede ich mich und gebe zurück an die einzelnen Programme. Gute Nacht! Wow, unglaublich! Meinen die das ernst? Ich fühle mich so beflügelt. Endlich packen wir das an. Das bedeutet doch wohl, dass es jetzt losgeht mit dem Klimaschutz, oder? Ja, ich denke schon. Ja, wir haben es geschafft. Ich schalte jetzt endlich diese blöde Klimaanlage aus. Papa, liest du mir heute wieder eine gute Nachtgeschichte vor? Ach, natürlich, mein Kind. Juhu, Harry Potter oder Pippi Langstrumpf? Meine Freunde, die Menschen haben gerade noch die Kurve gekriegt. Jetzt kann es nur noch besser werden. Es wird wohl noch etwas dauern, aber jetzt habe ich wieder Hoffnung. Das kannst du auch. Alles wird gut. Du wirst sehen.
diese kleinen Menschenkinder aber gut hinbekommen. Ja, das ist die Zukunft. Vertrauen wir auf sie. Es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Es wird vielleicht nicht für die Ewigkeit halten, aber solange wir zusammenhalten, habe ich keine Angst. Wir haben mit den Menschenkindern ein Bündnis geschlossen. Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Ihr schenkt uns Hoffnung, dass der Planet Erde überlebt. Denn die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Thank you.
und nicht anders. Ja. Da, das war das größte Baby, würde ich jetzt sagen, das dritte. Nach dem Traumzauberbaum, nach Rocking Kids of Genghis Khan, jetzt einen ganzen Planeten. Und das habe ich von der Stelle da aus hinten erleben müssen, während unsere 55 Kinder hier eine Riesen-